Appetitäppchen für Media Labs, dein Wissenssnack für zwischendurch. Hallo ihr lieben Leseratten, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Appetitäppchen. Mein Name ist Peter und ich stelle euch in dieser Tutorialreihe der Stiftung Lesen ausgewählte Apps vor. In dieser und in der nächsten Folge werde ich euch zeigen, wie ihr mit iMovie kinderleicht kurze Realfilme erstellen könnt. iMovie gibt es leider nur für iOS und ist bereits auf allen Apple-Geräten vorinstalliert. Heute zeige ich euch, wie ihr zu eurem Lieblingsbuch einen eigenen Filmtrailer produzieren könnt. Für diesen Zweck habe ich mich für die Graphic Novel Wer den Nachtigall stört von Harper Lee entschieden. Aus der aktuellen Buchauswahl für den Media Labs. Hier findet ihr in den Panels bereits Bilder mit verschiedenen Einstellungsgrößen und Perspektiven. Lasst euch von denen ruhig inspirieren für die eigene Bildgestaltung. Außerdem empfehle ich euch unbedingt noch die App TopShot. Mit dieser App der Initiative Film plus Schule NRW bekommt ihr schnell einen Überblick zum Thema Ton- und Bildgestaltung im Film. Es ist nämlich wichtig, dass ihr in vielen verschiedenen Einstellungen dreht, damit euer Film nicht langweilig wird. Drückt ihr oben links auf das Plus, erscheint ein Fenster. Hier habt ihr die Möglichkeit, zwischen den beiden Modi Film und Trailer zu wählen. Um den Modus Film wird es in der nächsten Folge gehen. Für dieses Mal wählen wir deshalb den Modus Trailer aus. Nun könnt ihr je nach Genre des favorisierten Buches eine Trailervorlage aussuchen. Auf Play getippt könnt ihr euch außerdem eine Vorschau angucken, um einen besseren Eindruck zu bekommen. Für dieses Tutorial habe ich mich für die Vorlage Retro entschieden. Tippt nun oben rechts auf Erstellen, um mit der Bearbeitung eines eigenen Buchtrailers zu beginnen. Rechts gibt es die Ansichten Übersicht und Storyboard. In der Übersicht tragt ihr den Namen des Films, Studios und der am Film beteiligten Personen nach Aufgaben ein. Beim Logostil könnt ihr zwischen verschiedenen Varianten wie Galaxis oder farbigen Balken auswählen. In der Ansicht Storyboard schreibt ihr in den blauen Balken den passenden Text zu eurem Buchtrailer. In die grauen Kästchen fügt ihr eure Filme ein, die ihr vorher mit der Kamera-App aufgenommen habt. Bitte beachtet dabei, immer im Querformat aufzunehmen. Ihr tippt auf das jeweilige Kästchen, dann tippt ihr unten links auf das Videosymbol, um den richtigen Clip rauszusuchen, den passenden Ausschnitt auszuwählen und mit dem Plus einzufügen. Der orangefarbene Balken zeigt euch an, welcher Ausschnitt in eurem Trailer verwendet wird. Unten links könnt ihr den Clip mit der Schildkröte langsamer abspielen lassen, den Ton hinzufügen oder wieder stumm schalten. Falls euch der Clip doch nicht gefällt, könnt ihr ihn mit der Mülltonne ganz einfach wieder löschen und ihn, wie gerade eben beschrieben, durch einen besseren ersetzen. Diesen Vorgang wiederholt ihr für alle Kästchen, denn wirklich jedes muss mit einem Clip oder einem Foto versehen werden. Falls ihr doch noch keinen wirklich passenden Clip gedreht habt, könnt ihr unten rechts auf das Kamerasymbol drücken und schnell noch einen besseren hinzufügen, indem ihr links auf den roten Rekord-Button drückt, um die Aufnahme zu starten. Diese endet nach der jeweils vorgegebenen Zeit auch von allein. Auch hier könnt ihr geringfügig den Ausschnitt noch einmal anpassen. Ist alles nach euren Vorstellungen ausgefüllt, müsst ihr den Film nur noch exportieren, indem ihr oben links auf Fertig tippt, dann unten in der Mitte auf das Viereck mit dem Pfeil nach oben und das gewünschte Format aussuchen. Jetzt ist euer eigener Buchtrailer auch schon fertig. So in etwa könnte er dann aussehen. Das Beste ist immer noch das selber machen. Also schnappt euer Lieblingsbuch, nehmt eure besten Freundinnen und Freunde mit und legt los mit eurem ersten eigenen Buchtrailer. Das war's soweit von mir und den Appetitäppchen der Stiftung Lesen. Ich sage auf Wiedersehen, tschüss und bis bald. Euer Peter.